Eine große Ankündigung, und zwar bin ich am 26.11. beim Red Bull Superiority dabei. Und zwar werde ich gegen Papa Platte antreten. Ich möchte den Sieg nach Berlin holen. Ich befinde mich im Level in Berlin und Papa Platte in Köln im Experian. Und ich suche die besten Fortnite-Spieler bzw. Leute, die extrem gut sind in Ego-Shootern. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und solltet euch jetzt schnell ein Ticket sichern. Und ganz wichtig, wenn du da draußen jemanden kennst, der richtig krass gut ist, dann sagt den Leuten Bescheid und sichert euch die Tickets. Ich brauche das beste Team überhaupt. Und denkt immer dran, Leute, unser Ziel ist es, Papa Platte platt zu machen. Es wird episch. Willkommen zu einer weiteren Folge Lemon Cake, ein Spiel, in dem wir unsere eigene Bäckerei aufbauen. Es macht sehr, sehr viel Spaß, man kriegt tolle Rezepte, man kann sehr viele tolle Sachen freischalten und mit allem, was man freischaltet, wird das Spiel einfacher, man kann mehr Geld verdienen. Das ist Lemon Cake. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr diese Cozy-Reihe mögt, dann empfehlt mir gerne weitere Cozy und gemütliche Spiele. Würde mich sehr freuen. Heute werde ich die Bäckerei 100% fertig machen. Bedeutet also, es wird alles fertig gemacht. Wir werden alles freischalten, was wir zur Produktion der Produkte brauchen. Man kann auch das Haus pimpen komplett. Das geht noch. Aber heute werden wir die Bäckerei endlich fertigstellen. Einmal habe ich hier das Katzencafé geupdatet. Das heißt, es ist statt zwei sind jetzt 3 bis 4 Katzen da. Hier haben wir eine Kaffeestation, mit der habe ich die Möglichkeit, die Gäste ein bisschen mehr zu gedulden, indem ich ihnen Kaffee hinstelle. Dadurch haben sie mehr Geduld. Das Fenster haben wir ja, das habt ihr beim letzten Mal schon gesehen. Wir haben alles in der Auslage. Hier haben wir ein Eisfach. Ja, Leute, wir können jetzt Eiscreme machen. Und hier in unserem wunderschönen Gewächshaus haben wir jetzt eine Kuh, die habt ihr gleich beim letzten Mal auch schon gesehen. Wir haben jetzt aber auch Karotten, wir haben Weintrauben. Ihr seht, das bewässert sich alles selber. Ihr müsst da nie wieder gießen. Das ist mega praktisch. Und ich habe so ein paar Taktiken, wie ich eigentlich ganz gut über den Tag komme. Die werde ich euch noch zeigen. Bevor ich die Bäckerei mal öffne, mache ich immer das Rezept, was am meisten Geld bringt und lege es in die Auslage. Das machen wir jetzt mal. Das ist in dem Fall natürlich der Apfelkuchen. Ach ja, und spielt das Spiel nicht, wenn ihr Hunger habt. Das ist absolut schrecklich. Es ist einfach so lecker, dieses Spiel. Es ist einfach, ich liebe Cozy Games. Ich weiß nicht, ich habe so einen richtigen schizophrenen Spielgeschmack. So zwischen diesen ganzen Horror Games, die ich spiele, liebe ich einfach auch diese Cozy Spiele. Deswegen dachte ich mir, daraus machen wir jetzt eine Reihe. Ich spiele immer Cozy Games an. Wenn sie cool sind, spielen wir sie weiter. Und wenn das Spiel durch ist, stelle ich euch so das nächste vor. Und vielleicht findet ihr auch für euch auch was Tolles so dabei. Ich meine, Disney Dreamland Valley habe ich ja auch ganz viel von euch addicted gemacht. Aber ich muss sagen, ich komme mit diesem Influence klar. Das ist ein positiver, guter Influence, Dreamland Valley. So, dann machen wir das jetzt hier rein. Ich habe jetzt auch 3 Öfen. Und das Gute ist, die Öfen sind jetzt auch so geupgradet, dass auch der Apfelkuchen, seht ihr, der kann richtig lang drin stehen. Der verbrennt jetzt auch langsamer. Was ich natürlich sehr begrüße. Und dann würde ich direkt schon wieder die Äpfel nachlegen. Das ist so praktisch. Ich habe das hier am Anfang gar nicht verwendet, dieses Transportmittel. Ich dachte so, ja, so ein Unsinn. Woher soll ich das? Wieso soll ich das brauchen? Brauche ich nicht. Aber ich zeige euch gleich, wie ich das mache, bevor die Runde startet. Das ist echt praktisch. Und mein Haus habe ich übrigens auch noch gar nicht geupgradet, mein Zimmer. Das kann man ja auch noch machen. Ich fände es super Leute. Ich fände es super toll, wenn man das Spiel hier zusammenspielen könnte. Das wäre so cool. Also wenn es wirklich nicht wie bei Cooking Together oder Overcooked, das finde ich so ein bisschen stressig, sondern wirklich wie das Spiel, so ein schönes Cozy Game, wo man wirklich sagt, oder so wie Animal Crossing, ne, wo man sich zusammen eine Stadt aufbaut und es wirklich mit anderen spielen kann. Oder wenn man den Game auch noch in die Stadt kann. Ich fände es so cool, weil ja, es gibt viele Animal Crossing Games. Ich schaue mir die auch immer wieder gerne an. Klar ist irgendwann alles wie bei Battle Royale damals von einem Spiel. Aber dass man das wo wirklich zusammenspielen kann, das wäre echt cool. Das würde ich echt begrüßen. Vielleicht macht es ja mal irgendjemand. Disney Dreamland Valley zum Beispiel. Wenn man das zusammen spielen könnte, das wäre ja episch. Ich weiß nicht, ob es noch kommen soll. Vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt noch nichts davon gehört. So, tut mir leid übrigens, wenn ich ein bisschen gähne. Es ist 6 Uhr morgens. Ich fange immer sehr früh an und beginne meistens dann den Tag um 6 Uhr tatsächlich. Also guten Morgen an alle, die auch schon wach sind. Oder einen wunderschönen Abend und gute Nacht an alle, die schon im Bett liegen und das hier gerade anschauen.
So. Somit haben wir das... Oh, ich habe schon wieder ein zu viel gemacht, ne? Es ist jedes Mal das Gleiche, ne? Ich kann da auch leider wieder nicht reinstellen. Okay, egal. Also eigentlich putze ich den Boden, lege Holz nach und jetzt habe ich einen, wie gesagt, zu viel. Das ist mir aber zu schade, um ihn wegzuschmeißen. Wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Tische. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, Leute. Wir haben zwei Tische. Ja. Es kommen jetzt mehr Kunden, was übel gut ist. Weil immer, wenn man die Tische putzt, setzen sich mehr Kunden. Und wenn die Kunden sitzen, bringen sie mehr Geld. Das ist mega praktisch. Möchtest du vielleicht einen Apfelkuchen? Riechen Sie, riechen Sie, riechen Sie, wie gut diese riecht. Ich habe gerade einen warmen in der Hand. Na, wie wär's? Yes! Braves Mädchen. So. Genau, jetzt machen wir schnell ein Baguette. Jetzt seht ihr schon, das Feuer geht aus. Und genau aus dem Grund lege ich jetzt Holz nach. Das habe ich leider vergessen. Das organisiere ich sonst eigentlich immer, bevor die Runde startet. Und auch den Teig, den mache ich jetzt auch gleich noch weg. So, Madame Nummer 2 möchte einmal ein Baguette. Ich nehme auch gleich hier die Bestellungen mit ein. Da will man Schoki. Ganz schlecht, habe ich nicht vorbereitet. Was soll das? Ja, wir sehen gerade auch hier, ich habe leider auch nicht vorbereitet, was ich alles hinlegen würde. Das mache ich halt jetzt, aber gut. So. Okay, dann kriegt ihr jetzt einmal eine Schoki. Und mich nervt halt, wie gesagt, auch dieses ganze blöde Zeug, was hier rumliegt. So, einmal eine Schokolade. Das ist einfach so eine Tafel Schokolade der Bäckerei essen. Ist auch geil. So, da ist schon ein Apfel weg. Das heißt, wir machen direkt einen neuen Apfelkuchen. Am besten zwei, weil die Kunden lieben Äpfel. Ich liebe übrigens auch Äpfel. So. Mache ich direkt mal rein. Und diesen Honigkringel. Und ich wische das hier alles weg. Ich gucke auch eigentlich immer, ich versuche es zumindest, dass auf meiner Karte nicht so viele Sachen sind, die jetzt zum Beispiel extrem viele andere Zutaten haben, als die, die hier vorne liegen. Also gerade als Beispiel jetzt dieser Honigkringel, der braucht jetzt Honig, das heißt, ich muss jetzt hier extra rumrennen und Honig holen. Das mache ich tatsächlich immer so, dass es wirklich nur ein bis zwei Rezepte sind, die halt Früchte brauchen oder so. Ja klar, jetzt wollen sie alle die Honigkringel, ne? So, hier machen wir mal weg, dann setzen sich nämlich die Kunden eher hin, statt dass sie meine Auslage leer fressen. So, und jetzt brauchen wir ganz viele Kringel, um Gottes Willen. Okay, alle wollen Honig irgendwie. Mache ich. So, ich lege jetzt mal den ganzen Honig hier hin. Einen haben wir schon. Verdammt, die wollen immer das, was sie nicht haben können. Das ist wie im echten Leben. Jetzt nimm den Honigkringel. Habe ich noch einen Apple? Ja, nice. Okay, es wird doch ein bisschen stressig. So, erster Honigkringel geht an den. Der hat auch schon gleich gar keine Geduld mehr. Holy. Entspann dich doch, Kollege. So, jetzt ist gleich 12 Uhr. Um 12 Uhr kommt die hungrige Arbeiterschaft. Die haben Bock auf mein Essen. Ich finde es eigentlich echt so toll, wenn man Torten machen kann, backen kann. Wenn man so etwas selber kreiert und schafft. Also gerade das, was ich nicht kann, Leute. So, da will noch jemand einen Fankuchen. So, jetzt kommt die... Habe ich das schon reingepackt? Ah, das braucht man. Okay, ich muss mich mal schnell um die Kringel... ich bin nicht vorbereitet. Egal, es ist 6 Uhr morgens, da darf man auch mal langsam sein. So, wir bringen direkt den nächsten Kringel. Dass die Leute... Oh, neues Rezept! Was haben wir denn? Wir haben einmal Softeis, Karamellapfel und ein Erdbeereis. Ich nehme natürlich gerne das Erdbeereis, weil ich nehme immer das, was mir am meisten Cash bringt. So. Das ist nämlich wichtig. So, Nummer 3. Die essen mir die ganze Auslage leer. Und die Auslage ist leer gefressen. Ey, Leute, was ist denn los mit euch? Ich komme gar nicht nach. Hilfe, Hilfe. Was muss ich machen? Ah ja, das... So. Milch. Das. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Die Auslage ist jetzt schon leer. Ja, es geht ein bisschen arg ab jetzt gerade. Aber ich komme damit klar. So, dann bringen wir direkt das zu 4. Die Schaufenster ist schon leer jetzt, ne? Geil. Egal, Leute sollen sich hinsetzen. Dann werden jetzt nur noch Leute serviert, die sich hier hinsetzen. So, Apfel machen wir auch direkt. Apfelkuchen ist eigentlich echt einfach. Jetzt ist das Holz schon wieder ausgegangen. Ich lieb's. So. Eigentlich ist Apfelkuchen echt einfach zu machen. Ich sollte den mal kurz rausstellen. So, let's go. Und während das brät, kann ich kurz das hier noch putzen. Setzt euch bitte alle hin. So, und die Katzen sind auch schon aus. Ich habe so das Gefühl, die Leute nichts zu essen kriegen, kaufen sie die Katzen mehr. Vielleicht sollte ich aufhören, die Leute so fleißig zu bedienen. So, dann gehen wir mal kurz. Ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal Schokolade. Ich habe zu viel Zutaten. Es ist echt, es ist wild. Noch ein Apple. Apple mache ich jetzt auch mal ein paar mehr, weil die bringen es. Honig brauchen wir bestimmt auch gleich. Jemand will wieder einen Honigkringel. Ich wette es mit euch. So, dann machen wir jetzt schnell mal einen Apfel. Der geht ja schnell.
Ah nein, leg's weg, da verbrennt gleich einer. So. Ich weiß, es ist ein Cozy Game, man muss echt einiges machen, aber ich finde trotzdem, dass es ein Cozy Game ist. Also ich finde den Stress, der macht Spaß. Es ist spaßmachender Stress. Versteht ihr, was ich meine? Am besten ist eigentlich wirklich, wenn man jetzt gegen Ende einfach nur noch Baguettes macht. Bringt einfach nur Baguette. Bringt den Pöbel Baguette. Baguette. Das bringt echt am meisten. Weil das geht schnell, Guck ist fertig, kann ich schnell rauslegen. Ich weiß, ein Kunde will gerade einen, aber mein Gott. So, genau, setzt euch hin, ist alles schön fresh. Ich kann auch mal hier einen Kaffee bringen, dann ist der ein bisschen beruhigter, bitteschön. So, jetzt haben wir wieder ein Baguette. Lege ich jetzt direkt hier hin, zur Nummer 4. Und achte doch immer auf die Zeit. Ich habe immer das Problem, dass ich dann zu viel für die Auslage mache. Jetzt ist es zum Beispiel 15:40 Uhr, das heißt, es werden nicht mehr viele Leute was kaufen. Könnt ihr euch um die Kunden eigentlich kümmern. Immer alle Bestellungen an. Alle haben Bock auf Schoki, kann ich euch überhaupt nicht verübeln. Bin ja auch immer eher so der Typ, der am liebsten eigentlich, dass wenn man mich fragt, oh nein, die zwei ist so unzufrieden, das war fast mein erster Kunde, der keinen Bock mehr auf mich hatte. Genau, jetzt braucht man nichts mehr für die Auslage machen. Ich liebe zum Beispiel viel mehr Schokolade als jetzt wie Gummibärchen oder Chips, wenn ich so die Wahl hätte. So, dann kommt die Nummer 3. Guck, es ist alles weg, alles verkauft. Am Ende muss man auch echt gucken, dass die Tische sauber sind. Dann setzen sich vielleicht noch so ein, zwei Leute hin. Ihr könnt noch so ganz entspannt den letzten oder die letzte dann bekochen und bebacken. So, weg damit. Das hat mich jetzt richtig genervt, dieser Teig. Da gibt es jetzt aber auch ein Upgrade. Damit kann man mit einem Schwung, mit einem Besenschwung dafür sorgen, dass alles sauber ist. Ist aber nicht das, was ich mir jetzt holen werde. Ich möchte mir jetzt tatsächlich einen Mitarbeiter holen. Den habe ich mir verdient nach so viel Arbeit. So, gib mir das da drin. So, das finale Rezept ist ja der Lemon Cake, der Zitronenkuchen. Mir fehlen aber noch einige Rezepte, also da muss man schon noch einige Stunden spielen, bis man das bekommt. Vielleicht bekommen wir es auch mit Level 30, das wäre natürlich toll, aber ich glaube eher nicht. So, ab mit dir. Ist immer geil, dass hier so schon Nacht ist um 16 Uhr. So, Kuh, die schläft auch immer, die brauche ich die putzen. Nee, brauche ich nicht putzen, alles gut. So, let's go. Dann geht's auf zum nächsten Tag. Und das kann ich noch wegmachen. Das Wegputzen bringt nämlich immer Punkte. So, Tagesumsatz. Oh, seht ihr, die heutigen Gewinne an Knuton. Okay, ich baller mal alles weg von der Karte. Umso öfter ihr ein Rezept übrigens benutzt, umso besser wird's. Also dann kriegt ihr da auch bessere Note und mehr Trinkgeld. Wir packen auf jeden Fall schon mal das Erdbeereis rein. Das muss sein. Es gibt auch gleich mal 38% Trinkgeld, weil es neu ist. Das bringt die Süßigkeit. Auch nochmal 63, das ist auch sehr gut. Das wäre halt richtig cool. Manchmal kann man wirklich echt nur... Oh, 90. Manchmal kann man wirklich nur drei, ganz entspannt, drei Rezepte reinmachen. Und dann funktioniert es schon. Vielleicht das Ei. 100%. Nice. Das mache ich, weil das sind Erdbeer, Heidelbeer. Sind nur zwei Früchte jetzt hier. Das ist gut. Also umso weniger man eigentlich aus dem Gewächshaus holen muss, umso cooler die Runde. Finde ich. Deswegen würde ich eigentlich auch mal gucken, kann ich den Blaubeerkuchen gegen etwas eintauschen? Ah, der bringt so gut Geld, ne? Der bringt nämlich 3,90. Ich nehme den mit. Ich nehme den mit. Wir gehen mal in den Laden. So, ich kann mir jetzt einen mit Assistenten kaufen. Lass dir von deinem Assistenten beim Servieren von Kaffee und beim Aufräumen von Tischen helfen. Let's go. Knutrun, ich habe gesehen, wie hart du gearbeitet hast, um meine kleine Bäckerei wiederherzustellen. Es hat mich wirklich erregt zu sehen, wie du es wieder zum Leben erweckt hast. Ich fühle mich endlich mutig genug, im Laden zu erscheinen und dir in der Bäckerei zu helfen. Du machst es. Dein Gebäck ist jetzt so gut. Auch wenn die Kunden ein bisschen Angst vor mir haben, ich wette, sie kommen trotzdem noch für einen Happen herein. Natürlich, ich brauche deine Hilfe, da ich nicht alles alleine machen kann. Aber ich bin mir sicher, dass der Laden reibungslos läuft. Du kannst auf mich zählen. Ach, das ist ja witzig. Ich habe dich jetzt gekauft. Interessant. Wir müssen jetzt theoretisch für Laden, Küche und Gewächshaus, Laden ist alles freigeschaltet, was wir konnten. Als nächstes, ich habe ja noch freigeschaltet Katzencafé, die Verbesserung heißt mehr Katzen, zweiten Stuhl oder zwei Tische, zwei Stühle, ein Tisch, Kaffeemaschine habe ich freigeschaltet. Hier habe ich, wie gesagt, die Gefriertruhe geholt, noch einen Ofen, habe das quasi den anderen Ofen verbessert, kann schneller laufen. Und hier habe ich halt die Bewässerungsanlage geholt und die Bienen.
Dann brauchen wir noch den Lemon Cake, der Zitronenbaum. Letztes Teil für das Gewächshaus. Kostet noch 415. Und magischer Besen, die schalten wir jetzt heute auf jeden Fall noch frei. Da haben wir alles freigeschaltet, was man freischalten kann, Leute. So, jetzt gucken wir erst. Wir machen als allererstes mal wieder nur unsere Blaubeeren. Es gibt am meisten Cash. Putzen mal die Tiere hier, die produzieren sonst nichts. Ja, die Tierpflege ist natürlich sehr essentiell, Leute. So, rein damit. Und wir müssen tatsächlich auch noch freischalten. Also ihr kriegt gegen später die Möglichkeit, das Menü größer zu machen. Man kann, wie gesagt, später im Menü nicht mehr nur eine Sache oder zwei Sachen anbieten. Irgendwann auch fünf oder sechs. Bedenkt aber, umso stressiger wird es. Deswegen bin ich froh, wie jetzt, dass ich nur vier Rezepte statt fünf habe. Umso weniger Kunden wünsche und umso entspannter wird es. Weil irgendwann rennt ihr halt einfach nur noch rum. So, diesmal mache ich nicht den Fehler, dass ich eine Sache zu viel produziere. So, heißt, ich packe jetzt einfach hier schon mal das Holz rein. So, zeige ich euch, wie man den perfekten Tag vorproduziert und dann ganz entspannt anfangen kann. So, meine Taktik, die habe ich jetzt hier nämlich entwickelt. So, dann backe ich ein, warte, bis der nächste fertig ist, schieb den rein, bring alles raus. Das ist immer das Erste, was ich mache. Aber sie ist echt entspannt, ne? Bäckereien stehen ja normalerweise um wann auf? Um 3 Uhr morgens und bereiten schon mal alles vor. Und sie steht so um 8 Uhr auf und gibt sich dann übelst den Stress, weil nichts da ist. Guck mal, die Katzen sehen alle gleich aus. Süß. Oh, bringen die mehr Geld, wenn ich die streiche? Ich probiere es mal. Guck mal, ihr seid glückliche Katzen. Ja. Der Assistent, wie lustig der da steht. Ja, witzig. So. Ich glaube, der Assistent, und das ist richtig nice, der putzt die Tische. Hä, warum regt die sich auf? Ach, weil ich jetzt hier durch sie durchlaufe. Und ich glaube, ja, putzt die Tische und serviert Kaffee. Glaube ich. Das ist halt richtig nice. Das heißt, der sorgt dafür, dass die lange sitzen bleiben, dass immer, immer sauber ist, dass immer jemand Neues kommt. Das muss ich gar nicht mehr machen. Das nimmt mir so viel Zeit. Das gibt mir so viel Zeit. Das ist echt cool. So, noch ein paar Heidelbeeren. Die Kuh ist aber auch echt dauerglücklich, ne? Und die Hörner sind so süß. So, jetzt nochmal aufpassen. Letzter Schwung. Ich glaube nochmal 4. Und dann mache ich die Vorbereitung, die ich vorhin machen wollte, die ich nicht machen konnte, weil ich zu voreilig war. Rein damit. 1, 2, 3. Genau, es sind nur noch 3. Jetzt sollte ich schon wieder 4 machen. So, das machen wir weg. Und natürlich noch, Leute, ganz wichtig, was ich jetzt zum Beispiel mache, ich lege jetzt das hier in die Auslage, den letzten Heidelbeerkuchen. So, der liegt jetzt hier. Und die ich jetzt mache, die lege ich nicht mehr in die Auslage. Die behalte ich, falls die Kunden sie wollen. Und, oder für den Fall, lege ich jetzt nämlich 2 Erdbeeren rein und 2 Heidelbeeren noch, weil das sind die einzigen Rezepte, die ich brauche. Deswegen liebe ich es, wenn ich wie jetzt, das ist so mein Lieblingsmenü, da muss ich nicht so viel hier rüber rennen. Im besten Fall sogar, das freut mich immer am meisten. Guck, jetzt habe ich hier 2 Erdbeeren und 2 Heidelbeeren. Im besten Fall ist es für mich so, wenn ich wirklich nur eine Sache habe, die ich aus dem Gewächshaus brauche. Also ein Eis möchte ich jetzt auch gleich machen. So, jetzt legen wir mal das Holz aus. Und dann kann die Runde starten. Dann habt ihr alles frisch gemacht, starten. Und dann gehe ich immer hier hin und guck, beobachte die Kunden. Wenn die reinkommen, schaue ich die so gruselig an. So, und dann gucke ich, was der macht. Der geht jetzt zur Auslage, glaube ich. Ja, der kauft sich was. Heißt, ich mache direkt schon den nächsten Kuchen. Weil mit denen verdient ihr am meisten. Die müssen am Anfang direkt laufen. Das ist das Beste überhaupt. So, das heißt, er holt sich jetzt ein Gebäck und der nächste, der setzt sich hin. Dann kann ich nämlich denen seine Bestellung direkt entgegennehmen. So, der will ein Eis. Finde ich gut, weil dann sehe ich mal, wie so ein Eis aussieht. So. Das sieht einfach so schön gemacht aus. Guck mal, wie schön. Oh, hier für dich. So. Dann kann ich nämlich direkt schon mal wieder eine Erdbeere nachlegen und eine Heidelbeere. So, und die nächste Bestellung ist da. Da legen wir den kurz raus. Und der Geist, ach cool, der Geist legt es hier von der Auslage hin. Nice. Ach so, der putzt ja, ich muss ja gar nicht mehr machen, stimmt. Ach herrje, ich
Guck mal, der arbeitet ja richtig. Das ist ja voll cool. Nice. Die Kunden haben keine Angst. Noch. Ach, das ist ja cool. Ich würde den gerne mal beobachten, dass ich verstehe, welche Aufgaben der hat. Damit, ich glaube, da muss ich ja gar nichts mehr machen. Aber die Sache ist, wenn er putzt... Ah, guck mal, ich krieg trotz, dass er putzt, kriege ich die Levelpunkte, weil ich level trotzdem auf. Ist cool. Ich dachte jetzt, weil eigentlich, wenn ich putze, kriege ich immer das nächste Level, damit ich mir ein Rezept aussuchen kann. Das macht auch jetzt der Geist. So, dann mache ich jetzt nochmal einen Pflaumenkuchen, einen Heidelbeerkuchen, zwei Stück, weil es sind jetzt schon zwei weg. Und dann nimmt es jetzt gleich auch aus der Auslage und legt es raus. Das ist ja praktisch. Guck, jetzt habt ihr das weggenommen. Das ist ja witzig. Ach, wie cool. Ach ja, Leute. Das ist wirklich gut. Also der Assistent bringt wirklich viel. Hätte ich nicht gedacht. Gab es ein paar Sachen, wo ich so dachte, ja, bringt das jetzt was? Eine Bestellung mache ich auch direkt. Ach, ist das entspannt. Da kann ich ja fast nur in der Küche bleiben. Stellt er den auch Kaffee hin? Nee, das macht er nicht. Aber er putzt. Ja, er putzt. Das ist gut. Und die Eins möchte auch. So. Dann lege ich das mal kurz hier hin. Dann kann der das schon mal da hinlegen in die Auslage. So, und hat es hingelegt. Ist das praktisch? Oh Gott, ist das praktisch. Ich lieb's. Ich lieb's, du, ich lieb's. Cool. So, und jetzt? Genau, nochmal. Der putzt es direkt. Ich mache nochmal einen Heidelbeer. Weil es ist schon wieder einer weg. Ey, das ist so gut. Also der Assistent bringt es wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Und wir haben noch ein Erdbeereis. Mache ich auch direkt. Oder brauchen wir Zeit, dass der mir hilft. Oder die. So, und dann kann ich nämlich den in die Auslage. Jetzt geht das Holz wieder aus. Das würde ich mir auch noch wünschen, dass es nicht so oft ausgeht. Aber da gibt es keine Verbesserung mehr. So, jetzt kommen nämlich wieder die anstrengende Mittagszeit. So, dann lege ich den nicht auch raus. Dann hat jetzt jeder alles. Ey, ist das cool. So gut war ich nie. Das bringt es wirklich. Ach, der nimmt doch die Bestellungen auf. Ja, nice. Dann sehe ich ja direkt, was die wollen. Der ist ja richtig schnell. Theoretisch weiß ich nicht. Ich glaube, servieren tut er sie nicht. So, drei. Ich mache auch direkt einen. Ey, das ist ja übel praktisch. Da weiß ich direkt, was ich machen muss. Oh, ich liebe es einfach. Jetzt kann man richtig grinden. Guck mal, das hatte ich noch nie, dass ich direkt vier Rezepte reinmachen konnte. So, die Nummer zwei kriegt direkt das Eis. Machen wir direkt das hier. Und die verkaufen natürlich jetzt auch gerade alles hier weg, was gut ist. Beschwer mich nicht. Aber dann lege ich direkt den hier auch mal in die Auslage. Ich kann eigentlich echt fast hinten bleiben die ganze Zeit. Hey, leg den doch dahin, Mensch. So. Und wirklich die ganze Zeit eigentlich hinten bleiben. So. Und dann kriegt er ja jetzt den hier. Das ist so cool. Hey, den hätte ich mir viel eher holen müssen. Ich habe gedacht, ich gebe nicht so viel Geld aus, weil der bringt es bestimmt nicht. Ja, der bringt es echt voll. So, Nummer zwei. Dann kriegt es noch ein Eis. Ah, stimmt, er putzt ja. Ich mache nichts mehr, ja. Er putzt. Ist so gut. So, hier noch ein Eis. Nummer 4. Der ist ganz schön schnell. Der ist richtig, der hat richtig Bock. So, das lege ich jetzt in die Auslage. Ich mache jetzt wieder ein bisschen mehr Heidelbeeren, deswegen lege ich das jetzt hin. Ah nein, scheiße. Nein. Das kriegt man auch nicht mehr raus, glaube ich, wenn du einmal was Falsches hindroppst. Verdammt. Nein. So, das wollen die denn? Die wollen wieder einen. Dann mache ich gleich zwei. Oh Gott, die wollen sogar zwei. Hör auf, die alle anzunehmen, Mann. Es wird langsam ein bisschen viel. Jetzt merke ich eigentlich, wie viele Kunden man machen kann. Oh, ich glaube, wir sind komplett voll jetzt, ne? Ich leg noch mal nach. Oh Gott, Hilfe. Es ist echt viel. Hilfe! Hilfe! Okay. Ich glaube, meine Auslage ist jetzt leer, oder? Aber ey, da verdient man halt richtig viel. Oh, ich wollte ihm jetzt gerade gecrushedes Eis einfach nur bringen. So, hier bitteschön. Dann haben wir unsere Heidelbeerküchlein fertig. Nummer 2. Oh, ich glaube, das Ei verbrennt, oder? Oh, so. Sind die Nummer 1. Und die Nummer 4. Ah, die Auslage ist jetzt leer, aber hey, so ist es halt. Ich glaube, jetzt kommen aber auch keine neuen mehr. Das war's. Boah, war das gut. Das ist übel gut, ey. Da muss man gar nichts mehr machen. Nice.
wie viel Geld man einnimmt. Man nimmt so viel mehr Geld ein. Also Leute, holt euch heute einen Assistent. Das ist übel praktisch. Guck mal. Cool. Das war die beste Runde, wie viel Geld ich gemacht habe. Wahnsinn. Ich habe noch nie so einen Tagesumsatz gehabt. Tja, hättest du mal eher geholfen. Oh, eine Katze ist übrig geblieben. Es liegt nicht an dir. Die sind alle nur oberflächlich. Frau Bonbon, es ist so schön zu sehen. Nicht so schön alle Insekten. Ja, nicht so schön zu sehen sind alles. Die Übersetzung ist nochmal geil. So, ich liebe es, wenn Insekten da sind, weil die bringen Geld. Ey, glaubt mal, was wäre, wenn es in unserer Wohnung Insekten geben würde, die würden Kohle bringen. Wir wären nur noch auf der Suche. Oh, da ist ein Goldener, den brauche ich. Die bringen am meisten, die bringen nämlich 3. So. Bam. Da ist auch noch ein blauer, den brauche ich auch noch. Gib mir das ganze Cash, gib mir das ganze Cash. Oh, 2 Golden, das hatte ich ja noch nie. Hey. Yes. Yeet. So, 16 Insekten. Ja, damit bin ich zufrieden. So, und Tagesumsatz sind 150, ey. Wie viel wir gemacht haben. Mega gut. So, wir gucken jetzt mal, was wir wegmachen können. Oder vielleicht was Einfaches dazu, was bringt. Das ist Kirsche, das will ich nicht. Ich will jetzt halt nichts dazu machen. Wo ich noch irgendwie, ja, eigentlich würde ich das fast so lassen wollen. Gibt zwar jetzt nicht so viel Trinkgeld, aber das war echt ein guter Run. Ich würde, wie gesagt, ungern vielleicht noch irgendwas Süßes. B. Nee, es erhöht sich auch nicht. Ich lasse es so, ich fand es echt gut. So, nächster Tag. Ich möchte es nochmal so machen. Das war echt entspannt. Weil mit 2 Zutaten komme ich echt klar. Und vor allem, weil die halt so viel annimmt. Ne? Das ist schon echt gut. Und dieser Heidelbeerkuchen, der bringt halt jedes Mal 4. Und davon verkaufen wir echt einiges. Das heißt, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Wieso saut ihr euch immer so an? Habt ihr immer Durchfall über Nacht, ey? So, reinknödeln. Das auch. So. Dann kann ich nämlich die Öfen anmachen. Und dann lege ich nämlich direkt nochmal 3 von den Beeren nach. Wäre geil, wenn es wirklich so schnell wachsen würde. Und dann haben wir auch schon bald wieder ein neues Rezept. Das ist halt echt ein angenehmer Spielfluss, weil du kriegst halt immer wieder rechtzeitig die nächste Belohnung. Es ist dann nicht so, dass du ewig das machst und denkst, oh, ich habe keinen Bock mehr. Sondern du wirst regelmäßig belohnt und dann auch so belohnt, dass es dir wirklich im Spielfluss immer passt. Die neuen Rezepte machen Spaß. Ist schon echt cool. Der Geist ist halt, der Assistent ist halt wirklich das Beste, was man freischalten kann, finde ich. Und die Bewässerungsanlage, die ist auch mega gut. Da müssen wir jetzt auch gar nichts mehr bewässern oder machen. Mega nice. So. Und dann ist das hier noch rein. So, wunderbärscht. Dann hier noch. Und dann alles schön putzen. Noch Holz nachlegen. Obst nachlegen. Und alles putzen. Und dann kann ich eröffnen. So. Dann kommt das jetzt noch hier hin. Die 2 letzten Sachen. Auch voll gut. Es hat das Fenster. Hat eigentlich nur jetzt einen Sinn. Seitdem der da ist. Also der Geist. Davor hatte das gar keinen Sinn. Weil ich musste ja immer von der Auslage dann rüberrennen und es drüberlegen. Es hat gar nichts gebracht, es war einfach blöd. So, jetzt machen wir nämlich erstmal wieder 2 von denen. Eis. Und dann let's go. Let's go. Leg auch mal kurz wieder Holz nach. So. Putzen. Das schön rauslegen.
Ah, so hier. Und dann kann ich eröffnen. Vorbereitung starten. So, der Laden ist jetzt geöffnet. Wieder drei Katzen. So, setzt du dich oder kaufst du was aus der Auslage? Ich glaube, er kauft was aus der Auslage. Ja, mache ich jetzt direkt einen nach. So, leg direkt auch wieder eine Heidelbeere nach. Ich glaube, der Geist nimmt die sich jetzt nämlich gleich aus der Auslage, legt die wieder hin. Ja. Und Ei Benedikt. Noch eine Bestellung aufgegeben worden. Ich muss eigentlich gar nicht mehr gucken. Ich bleibe einfach komplett hier und muss einfach nur oben lesen, was abgeht. So, ein Gebäck wurde verkauft. Heißt, ich mache direkt wieder einen hier hin. Das legt er nämlich direkt raus. Und natürlich noch... genau hier. Das muss ich noch reinlegen. Auch eine Süßigkeit ist gewünscht. So. Noch eine. Das ist am besten, wenn die das bestellen. Das bringt nämlich, es geht am schnellsten und bringt trotzdem gut Cash. So. Dann machen wir nochmal ein Ex-Benedict. Tisch muss abgeräumt werden, macht der alles. Und es bringt mir auch die Punkte. Das ist halt cool. Dadurch level ich dreifach schnell hoch. Schon echt gut. Mach nochmal zwei von denen hier hin. Achso, bringt gar nichts. Okay. So, dann Ex-Benedict. Das lege ich in die Auslage, damit er das hier wieder verteilen kann. Weil ich glaube, es wurde auch schon wieder was verkauft. Nö, tatsächlich nicht. Sehr gut. Aber jetzt gleich. Dann machen wir wieder das. Kriegst du. So ungewohnt, nichts mehr machen zu müssen irgendwie. Bin jetzt gar nicht gewohnt. Jetzt kann ich hier nebenbei auch mal das Zeug wegputzen. So, der will ein Eis. Das geht klar. Vor allem dadurch, dass der Geist dann hier diesen Kuchen wegnimmt, da weiß ich dann schon mal, okay, ich brauche was für die Auslage. Oh, ich muss es ja erstmal vorbereiten. So, dann kriegt einmal die... Ja, das... Und dann einmal hier. Und dann kann ich die Erdbeeren auch gleich wieder nachlegen. So. Bitteschön. Okay, dann kann ich gleich nochmal hier was in die Auslage reinpacken. Ich mache gleich schon mal zwei Heidelbeeren, weil es ist jetzt nämlich gleich wieder dieser stressige Nachmittagstisch. Und da konsumieren die Leute eh alles. Und mein Holz ist wieder leer. So, nachlegen. Nachlegen. Und direkt nochmal... Erdbeeren. Oh, jetzt kommt schon der Nachmittagstisch. Der stressigste überhaupt, wenn die Leute hungrig von der Mittagspause kommen. So. Okay, noch ein Becks Benedikt. So. Einmal das hier. Das lege ich hier direkt in die Auslage. Die Leute essen nämlich gerade, wie ich sehe. Die kaufen ordentlich. Das backe ich jetzt die ganze Zeit nach. So. Das kommt dann hier hin. Machen wir noch schnell ein Süßi. Habe ich nicht einen Ex-Benedikt irgendwo gemacht? Ah, hier, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt ausgegangen ist. So, wir machen direkt nochmal einen Heidelbeerkuchen. Boah, jetzt geht's aber ab hier, ne? Jetzt kommt wieder die gefräßige Masse. Legen wir die wieder nach. Und ein Eis. Puh, Stress. So, Nummer 2 kriegt jetzt erstmal ihr Zeug. Die Nummer 2. Boah, ey, die fressen mir alles weg. Das ist Wahnsinn. So, das kann man direkt wieder in die Auslage legen. Eis und Sweets. Ist für die Nummer 3. Das bringe ich hier rüber. Schnell, schnell, schnell. Putzen tut ja er oder sie oder es. So, 2. Nummer 1. So, jetzt wird es ein bisschen weniger, jetzt gibt es nichts mehr in der Auslage, deswegen packe ich jetzt kurz das hier hin und ab jetzt mache ich nur noch die einfachen Rezepte für draußen, weil sonst komme ich nämlich nicht mehr nach. So, das heißt, ab jetzt gibt es einfach nur noch Ex-Benedikt, die kann ich jetzt alle schon mal reinpfeifen. 3 Stück oder 2 für die Auslage. So. Mache ich jetzt einfach alles rein und dann kommt die Nummer 3, das ist ein bisschen... Heidelbeer.
läuft richtig gut, ey. Dank dem Assistenten. Das ist schon echt cool. So, die lege ich jetzt hier in die Auslage. Dann nimmst direkt weg. Ich schmeiß rein und er reißt sie direkt aus der Hand. Das ist geil. So, direkt hier nochmal. Dann machen wir nochmal schnell ein Eis. Es läuft mega gut, ey. Also, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der so lukrativ ist. So, wir machen direkt wieder einen Heidelbeer. Und wenn wir einen Heidelbeer machen, machen wir auch direkt noch einen Ex-Benedikt, weil die Zutaten haben wir hier, die gehen immer. So, das heißt, der erste Kunde, der wartet schon lang. Der kriegt jetzt erstmal hier die Nummer 2. Und dann machen wir direkt nochmal einen Ex-Benedikt rein. So, und dann lege ich dann auch direkt raus. Dann sind alle die ganze Zeit versorgt. So, wir machen auch gleich noch die Süßigkeit. Ey, das läuft so gut. Es liegt halt wirklich daran, ich muss nur noch raus, um zu servieren. Alles andere ist komplett egal. Jetzt komme ich komplett auf meine... Oh, jetzt ist aber, glaube ich... Schaufenster brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne? Okay, dann bringe ich die... Ach, es passt ja perfekt, weil der letzte Bild ist nämlich auch noch ein Ex-Benedikt. Dann habe ich den gar nicht für umsonst gemacht. Super geil. Es war eine der besten Runden überhaupt. So viel Cash gemacht. Cash, Cash, Cash. So. Nice. Das lief ja rund. Das lief ja richtig gut, ey. Nice. Perfekte Runde. Also besser ging's nicht. Und so viel eingenommen. Ey, der Geist ist halt echt einfach sick. Sheesh ist der Geist. Der Geist ist sheesh. Cool. Besser geht's nicht. Und fast neues Rezept. 125, so viel habe ich nie an einem Tag eingenommen. Wir müssen jetzt aber mal unsere Rezepte. Also laden kann ich mir, glaube ich, nichts leisten. Als nächstes eher noch den Besen. Gehen jetzt aber mal ins Menü. Also ich hätte tatsächlich, ich guck mal, wie viel das alles so macht. Der kostet auch 3. Aber es kostet nicht so viel. Obwohl die Kirschtorte kostet fast auch so viel. Die nehme ich jetzt rein. Machen wir mal wieder ein Baguette. Noch was mit Kirschen, das ist immer nicht, das ist immer gut. Dann noch auf jeden Fall das hier, das ist immer so gut, aber es bringt gar nicht mehr so viel. Alles andere braucht halt schon einiges. Toffee hatten sie auch schon lange nicht mehr. Schwierig, das ist halt echt eine herausfordernde Sache, weil es halt schon wieder so viel drin ist. Wo du halt die ganze Zeit hin und her rennen musst, ne? Vielleicht doch einfach mal das. Mach's lieber so. Weil Kirschen zweimal und Honig ist halt schon auch nicht ohne. Ja, machen wir's. Wir probieren's. Ich bin halt nicht so amused jetzt darüber, aber das schaffen wir. So, das heißt, wir machen es erstmal die Kirschen. Die Kirsche, Kirsche. Die ist halt auch hier hinten, ne? Dann auch bei Heidelbeer so cool, weil die Pflanze direkt hier vorne ist. Das klaut alles keine Zeit. Und wir haben jetzt 2 Rezepte, die Kirschen brauchen. Das heißt, ich würde mich einfach jetzt nur darum kümmern, dass nachher Kirschen drin liegen. Kirschen. Komm schon, Kirsche. Kirsche. So, jetzt. Braucht 4 Sachen, ey. Ist ganz schön viel. Also das ist wirklich gut, wenn man das einfach nur nachher alles reinschmeißen kann. Also einfach jetzt alles vorbereitet und das alles rauslegt. Brennen die Öfen eigentlich die ganze Zeit über Nacht? Die Verschwendung. So, dann kommt jetzt das hier hin. Sehr schön. Okay. Dann machen wir die Öfen nochmal. Die heizen wir nochmal ein. Das würde ich mir wünschen, dass man das auch gar nicht mehr machen muss mit den Öfen. Ich glaube, dann wäre es zu einfach. Würdest du einfach, ja, obwohl. Obwohl wäre es das? So. Das läuft ja wie im Schnürchen. 3 Katzen sind auch schon wieder da. Manchmal sind es sogar 4, je nach Laune. Und dann brauche ich erstmal nur 3. Kann ich aber gleich schon mal nachfüllen. Man muss sich halt echt angewöhnen, sobald die Öfen arbeiten und du nur rumstehst, immer sofort was anderes machen. Sofort am besten direkt in den Garten Sachen nachlegen, Sachen vorarbeiten. Das habe ich auch ein bisschen gebraucht. Aber dann ist es echt easy. Vor allem mit dem Assistenten ist halt echt einfach dann. Das ist halt echt gemütlich jetzt schon fast.
Ich glaube, die Runde wird ein bisschen anstrengender, weil wir, wie gesagt, halt zwei Zutaten haben, die wir brauchen. Und ein Rezept braucht zwei. Also zweimal braucht es Kirschen und es könnte dann schon sein, dass wir da ein bisschen gegen später nachrüsten müssen. Aber das ist nicht schlimm. So. Dann machen wir hier nochmal. Ich bin gespannt, was wir als nächstes Rezept bekommen. Packen wir das hier rein. Es müsste jetzt eigentlich auch gleich soweit sein. Ich putze es hier nochmal. Und dann müssten wir eigentlich gleich das neue Rezept kriegen. So, ich lege das jetzt mal hier rein. Gibt ja, glaube ich, kein Geld, wenn ich es da reinlege. Nee. Weil die grünen Sachen, die ihr da rechts seht, das ist dafür da, dass es auflevelt für die Punkte. Und die blauen Sachen sind immer Geld. Ich glaube, wir haben jetzt vier. So, neues Rezept. Und zwar Kitschkekse, Karamellapfel. Ich nehme die Kitschkekse, die bringen nämlich mehr. Ist aber auch, glaube ich, Kirsche. Kirsche. So, jetzt machen wir wieder Rule Number One. Erstmal alles nachlegen. Kirschen sind auch ready und dann können wir den Laden öffnen. Gucken, beobachten wir erstmal den ersten Kunden. Der kommt rein und der steht direkt da und grinst sich so gruselig an und guckt, was du machst. So gut, der holt sich was zu essen. Da brauche ich mich ja nicht kümmern. Eigentlich brauche ich auch gar nicht mehr gucken, weil sobald die Kirsche weg ist bei dem Fenster, weiß ich, ich muss eine nachlegen. Also eigentlich brauche ich auch gar nicht mehr gucken, weil der Assistent zeigt mir ja, wenn das Schaufenster leer ist. Außerdem steht es auch oben dran. Ich mache aber direkt nochmal für den Fall schon mal eine Kirschtorte ready. Okay, der will sogar eine. Witzig. Dann machen wir direkt aber nochmal eine, weil jetzt kommen auch gleich die Kunden und die bringt am meisten. Ich gucke immer, dass vor dieser Mittagspause es einfach schon mal genug von diesen Zeugs gibt. Jetzt kann ich sogar drei nachlegen, oder? Und schon die vierte Bestellung. Schon krass, wie schnell das jetzt geht. Der will auch wieder eine. Oh mein Gott. Weil Leute haben Bock auf Kirschtorten. So, dann mache ich direkt die nächste. So. Dann kriegt erstmal hier die Nummer 2, die wartet am längsten. Und dann die Nummer 1 wartet auch schon relativ lang. Den lege ich jetzt raus. Hey Kollege, du musst eigentlich arbeiten. So, was habe ich jetzt für dich gemacht? Und dann machen wir das nochmal hier. Ich mache, wie gesagt, jetzt einfach die Kirschtorten immer ready, weil die bringen am meisten. Die müssen ready sein. So, dann lege ich das hier raus. Die Brezel kommt auch an Tisch Nummer 4. Wie sie einfach nur anstarren und nicht miteinander reden, ne? So, dann machen wir direkt einmal das Baguette. Und dann auch hierher. Ich mach direkt nochmal ein Baguette, weil Baguette gehen einfach und schnell und die kann man direkt schon mal rauslegen. Das kann ich auch direkt schon mal servieren. Man muss auch ein bisschen bedenken jetzt, ne? Das hier verbraucht jetzt auch ein bisschen Zeit, so wird die Nummer 3 schon echt ungeduldig. Nummer 3. So. Und wir legen direkt ein Baguette raus. Zur Beruhigung. Und Kirschen nachlegen. Kirsche nachlegen. So. Und ein Honigbonbon. Brauche ich ja nur einen Honig. Ist halt schon echt geschickt. Da hole ich mir einfach nur einen Honig. So. Und ich lege, glaube ich, jetzt auch noch eine Kirschtorte raus. Weil jetzt beginnt der Mittagstisch. Heißt, ich mache jetzt aber auch ganz viele. Einfach, damit die ready sind. Und die wollen auch die ganze Zeit Kirschtorten fressen. Könnt ihr euch nicht was anderes bitte ordern? Mensch. Gerade jetzt. Das wollte ich nämlich eigentlich die ganze Zeit vorbereiten für die Auslage. So, jetzt gehen nämlich die Leute ab und essen alles weg. Ich sehe es schon. So, ich mache jetzt nur noch das. Die Kunden wollen auch alle Kirschtorten. Ist das denn doof? Das ist echt eine schlechte Runde. Eigentlich ist sie nicht schlecht, sie läuft ja gut, aber
nicht gut, weil das Gepäck die ganze Zeit ausgekauft wird. Wir haben gerade mal 13 Uhr und es gibt keins mehr. Ah, Stress. Lege jetzt trotzdem mal eins in die Auslage. Und das bringe ich jetzt direkt dem. So. Und Baguette geht doch auch so schnell. Ich mache jetzt, glaube ich, auch erstmal nur noch Baguettis. Baguettis. So, die Nummer 1. Und ich mache direkt nochmal einen. So, das Baguette muss jetzt an die Nummer 4, weil die verliert langsam die Nerven. Schaufenster sind leer. Yo, geil. So. Ey, die wollen wirklich alle die ganze Zeit nur diese Kackkirschtorten, ne? Hört auf, das euch zu bestellen. So, ich mache jetzt einfach erstmal nur was fürs Schaufenster. Ey. Ey. So. Okay, jetzt machen wir nochmal ein Baguette. Die gehen ja auch schnell. So, und der muss jetzt auch unbedingt. Die brauchen schon lange die Kirschtorten. Die Leute verlieren da immer gleich die Nerven und die Geduld. So, die lege ich jetzt alle raus. Und noch schnell einen Toffee. Der geht nämlich auch easy. Und der geht an die Nummer 1. Ich würde da auch nur ein Bonbon nehmen, ne? Ist auch geil. Du gehst zur Bäckerei, um dir nur ein Bonbon zu kaufen, und setzt dich dafür an den Tisch. Und wieder eine Torte. So, das kriegt jetzt auch die Nummer 2. Die verliert auch die Nerven. Auslage leer. Ey, die wollen halt nur Torten, ne? Das ist halt echt geil. Das ist blöd. Es ist echt besser, wenn die das nicht wollen und du wirklich einfach nur für die Auslage die Torten machst und die Kunden wollen einfache Sachen. Aber gut, mache ich dafür jetzt Baguettis. Ganz viel Baguettes. Bitte verlang jetzt kein Baguette. So, jetzt lege ich jetzt hier in die Auslage. Der erste Kuchen geht an die Nummer 4. Ey, die wollen alle nur diese Kacktorten, ey. So, der will mal einen anderen. Der will einen Krapfi. Und natürlich geht jetzt auch von jedem Kack hier der Ofen aus. Ja, ich lieb's. Ich glaube, das Baguette wird nicht mehr rausgelegt, oder? Ist da noch einer? Verdammt. Geist, du hast versagt. So, das ist doch entspannt, weil ab jetzt ist es egal. Jetzt kümmert sich auch keiner mehr um die Auslage. Die Auslage, Leute. Schon wieder ein Kirschkuchen. Oh. Bäm, bäm, bäm und bäm. So, damit die Nummer 1 jetzt nicht die Nerven verliert, serviere ich der jetzt Kaffee. Dann hat die nämlich ein bisschen mehr Geduld. Und oh, guck mal, da geht die Geduld wieder ganz hoch. Ja, nice, das wusste ich gar nicht. Dann kannst du mehr Punkte absahnen. Ich dachte, die geht da nur langsamer runter. Ach so, da hätte ich der das jetzt eigentlich kurz vor knapp geben sollen, ne? Kann ich der noch einen hinstellen? Wäre ja richtig cool. Ich glaube, sie haben ihren Kaffee noch nicht. Ah, schade, es geht nur einmal. Okay, egal. Ein bisschen Geld gibt's noch. So. Hier, bitteschön. Nice. Jeet. Ich glaube, als nächstes hole ich mir fast den Besen, dass ich einmal wischen muss und der ganze Teig weg ist. Weil das bringt nämlich auch Punkte. Und die Punkte brauche ich fürs nächste Level und für neue Rezepte. So. Cool. Das läuft wirklich wie im Schnürchen. Voll angenehm. Und wir haben ein neues Rezept. Da freue ich mich jetzt drauf. Yeet. Yeet de yeet. So, 120 macht. Voll gut, ey. So. Wir schmeißen mal alles runter. Gehen hier erstmal auf das hier. Ein Kitschkeks. Der braucht Kirsche und auch einiges. Der bringt aber auch einiges. Kann ich noch den hier dazu packen? Nee, der bringt nicht viel. Der war schon zu oft drauf. Was mit der Torte hier? Auch nicht. Hm, wollt ihr das? Nee, ich verstehe immer nicht die Zusammensetzung. Carrot auch nicht. Der? Ja, der war schon lange nicht mehr drauf. Karamell. 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 Man muss immer gucken tatsächlich, was war lange nicht mehr drauf. Der zum Beispiel, den hasse ich, den Lodgy. Ich will den eigentlich nicht drauf haben.
weil der braucht eine Blaubeere, Erdbeere und dann noch Weintrauben. Eigentlich will ich die nicht drauf machen, aber ich glaube fast, dass wir es müssen. Kirsche, Kirsche. Geht noch irgendwas Einfaches bitte? Vielleicht das? Ja. Ich kann echt damit leben, weil es wäre nur eine Kirsche, eine Erdbeere. Ich will echt nicht, dass es zu anstrengend wird. So, dann können wir das hier kaufen. Und zwar einmal der Verzaubere dein Besen, um Schmutz in der Küche automatisch zu entfernen. Kaufen. Jeet. Eine luxuriöse Küche. Geil. Nächster Tag. So, wir haben nur noch eine Sache zum Freischalten, Leute. Eine einzige Sache. Ja. Wir machen jetzt erstmal den Kitschkeks. Ich glaube, der bringt am meisten. Der ist ja mit Kirschi. Dann machen wir den. Ich glaube, dass man tatsächlich für den Zitronenkuchen, Lemon Cake, so wie auch das Spiel heißt, alle Zutaten braucht. Der wird auch echt viel Geld bringen, aber ich glaube, den wollen alle. Der wird richtig hardcore sein. So, putzen wir dich mal. Hier auch. Ach, guck mal, der putzt jetzt selber. Ach, wie geil ist das denn? Ich muss nicht mal mehr putzen. Oh mein Gott, das Spiel macht immer mehr Bock. Cool, ich muss nicht mal mehr putzen. Ich dachte, ich muss den nehmen, muss einmal irgendwo an eine random Stelle wischen und dann wischt es weg. Macht er das auch noch alleine? Ist das denn geil? Ach, das ist echt cool, weil das hat echt genervt. Geil. Okay, jetzt macht das Spiel halt richtig Bock. Jetzt kann ich richtig grinden. So einfach macht man einen Gnu glücklich, ne? So easy it is. So, der Kitschkeks. Warum meine ich Kitschkeks? Da jetzt ein Paket vom Vortag da liegt, ich weiß gar nicht, ob ich glaube tatsächlich, dass die vom Vortag auch sich nicht mehr so gut verkaufen. Deswegen würde ich immer gucken, dass ich die Sachen nicht am Vortag hinlege, sondern tatsächlich so vorbereite, dass sie immer alle frisch serviert werden. Weil klar, so eine alte Brezel hat halt auch keiner Bock drauf, ne? Cool, dass der das selber wegmacht. Nice, nice. Und schon ist es weg. Cool. Und es gibt mir sogar Punkte. Das heißt, ich werde jetzt noch schneller das Level hochsteigen, weil ich habe oft es einfach liegen lassen und hatte keine Lust, es wegzumachen. Ich glaube, zwei reichen jetzt. Ich glaube, so viel muss ich gar nicht mehr machen. Ich muss noch eins machen. Ne, gar keins mehr. Gut, ich habe es richtig gemacht. Weil wir haben nämlich schon noch etwas vom Vortag da liegen. So, dann machen wir das. Dann brauche ich jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal eine Erdbeere. Oder ich mache zwei. Ne, machen zwei Erdbeeren. Zwei Erdbeeren. Und zwei Kirschen. Und dann haben wir, glaube ich, alles vorbereitet. So, der kommt hier hin. Und der kommt hier hin. So, bevor ich jetzt öffne, ich muss immer weniger vorbereiten. Mega nice. Mache ich jetzt erstmal wieder hier über das Holz rein. Und öffne den Laden. Let's go. I'm ready. So. Ah, ich muss ja Geister machen, stimmt. Ich vergesse es immer wieder, ey. Es ist echt eine Angewohnheit. So. Nummer zwei, bitteschön. So, direkt mal die Erdbeere nachlegen. Solange man noch Zeit hat, immer nachlegen. So, was will die? Ah, okay. Easy. Oh, doch nicht easy. So. Und noch ein Eis. Das kriege ich hin. Auch noch keiner was gekauft, heißt, ich muss nichts nachlegen. Alles noch im grünen Bereich. So, dann kriegt ihr erstmal das Eis. Dann kriegst du das. Dann will jemand einen Keks. Den mache ich auch direkt noch selber. Wir haben jetzt noch die Zeit. So, der kriegt dann hier. Die haben jetzt aber auch nicht mehr so viel Geduld, ne? Die sind jetzt schon ungeduldiger geworden. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, ob der Besen einen mehr bringt, weil ich glaube, am Tag spawnen immer ungefähr gleich viel von diesen Dingern. Ich glaube, ist gar nicht so, wie ich dachte, dass da dann auch automatisch mehr weggefegt wird. Weil ich glaube, nach fünf oder von diesen Teigplatschen kommt eh nicht mehr her. Glaube ich.
Hat echt noch keiner was gekauft? Jetzt. So, Nummer 3. Bitteschön. Und dann machen wir noch schnell Ex-Benedict. Und ich mache gleich noch ein paar Kekse, weil es hat schon einer einen gekauft. Für die Auslage. Den stelle ich jetzt auch schon mal direkt hier hin. Der liegt da ja schon. Warum soll er da noch liegen? So. Dann serviere ich den direkt mal die Nummer 4. Die verdienen jetzt wirklich mehr die Geduld, ne? Ganz schön unhöflich, ey. So, haben wir gleich einen Keks. Mache ich gleich nochmal einen. Leute haben Bock auf die Kekse. Nummer 1. Und ich lege direkt auch wieder nach, weil die Kirschen sind gefragt. Ja klar, eigentlich muss ich mir... Man muss eigentlich immer sich merken... Die Kekse sind am meisten gefragt, weil die jetzt frisch drauf sind. Das heißt, man sollte eigentlich auch immer am Anfang gucken, dass man das, was man neu hat, auch mehr vorbereitet. Weil Eis, seht ihr, fragt eigentlich gerade fast gar keiner. So, hier haben wir dann Keksi. Kommt hier hin. Und dann mache ich direkt noch einen Keks ready, weil es ist gleich der Mittagstisch. Und ab dann werde ich aber keine Kekse mehr vorbereiten, sondern dann gibt es halt irgendwie nur noch Ex-Benedicts, weil die gehen am schnellsten. Das mache ich jetzt direkt schon mal. Das vergesse ich immer wieder. Ich muss es jetzt schon vorbereiten. Und pack das jetzt einfach nur ständig rein. Ständig das eine. Damit kein Ofen jetzt mehr leer ist. So, Nummer 3 ist schon sehr ungeduldig. Eigentlich sollte ich Nummer 3 jetzt erst einen Kaffee servieren und dann. Aber gut, so ist es halt. So, Auslage. Ex-Benedict. Keks. So, ab jetzt gibt es nur noch Kekse für die Kunden. Und das gibt es nur noch für die... wieso mache ich das selber, Mann? Vergesse es wieder. So, Nummer 2 mache ich jetzt auch noch. Das ist einmal hier. Bam, bam, bam. Und dann braucht noch jemand ein Eis. Jemand braucht ein Eis. So, Nummer 4. Boah, die verlieren echt jetzt die Geduld. Ich fände es cool, wenn der auch Kaffee servieren könnte. Ich mache das mal kurz selber. So, Nummer 1 kriegt jetzt das hier. Machen wir noch schnell davon. Oder ich mache jetzt auch nur noch davon welche. Es geht auch. Sind eher am meisten gefragt, habe ich so das Gefühl. Die brauchen halt auch mehr Zutaten. So, Nummer 3. So, ich mache jetzt einfach nur noch die Dinger. Ich habe das Gefühl, die fragt gerade irgendwie jeder nach. Und Ex-Benedict, die gehen schneller. Hab ich jetzt ganz vergessen. Und auch immer auf die Uhrzeit achten. Jetzt sehe ich zum Beispiel, okay, 14:30 Uhr. Es kommen noch Kunden. Aber ich mache jetzt, wie gesagt, ganz viel Ex. Ex-Benedict. Kann ich jetzt nämlich alle rausballern. Hier, so. Einmal bitteschön für die Leute draußen. Gleich nochmal für die Leute draußen. Schneller, schneller, schneller. Du arbeitest so langsam. Direkt weiter. Da, sowas ist nochmal gefragt. Yay, yay, yay. Und Kirschen brauchen wir noch wieder. Das gucke ich auch direkt raus. Dann haben wir noch einen hier für die Nummer 2. Bitteschön. Ganz viel Kirschen brauche ich jetzt noch. So, Kirsche. Schneller, Kirsche, komm doch. Die Kirschen brauchen immer so lang. Kirsche. So. Das kriegt jetzt die Nummer 1. Dann haben wir eigentlich... Dann kann ich eigentlich schon fast chillen. Ist nämlich schon wieder fast vorbei, der Tag. The day is vorbei. Es ist geschafft. Ich mache jetzt ganz entspannt noch die letzten 2 Sachen. So, yes. Und so viel Geld nimmt man ein, das ist so cool. Und wie schnell meine Levels auch steigen. Ist echt nice. Sorry, es ist alles nice, aber ich habe so lange gespielt und bin so glücklich, dass es jetzt so vereinfacht wurde. Buff. Und buff. Dann serviere ich aber mal der Nummer 4. Bitte serviere den jetzt allen nochmal einen Kaffee. Damit die alle nochmal Geduld haben. Und dann staube ich mir nämlich die maximale Punktzahl ab. Ist eigentlich gar nicht so dumm. So, jetzt kriege ich nämlich das meiste Geld, das meiste Trinkgeld. Nutze die Sachen oft gar nicht.
die ich habe. Sollte man immer machen, kurz bevor man die Sachen denen gibt. Schnell noch Geduld hoch. Und dann holt man das meiste bei raus. Look at this. Geil. Gute Runde, gute Runde. Das war eine gute Runde. Yay! Sehr gut. Und schon fast wieder ein neues Rezept. Nächste Runde haben wir ein neues Rezept. Das ist so cool. Yay. Und ich kann mir dann den Zitronenkuchen jetzt auch in den nächsten ein, zwei Runden schon leisten. Da haben wir alles freigeschaltet, Leute. Alles. Wirklich alles. Oh, Inspektor Schnurrbart. Ja, gib mir mehr Geld. Mit dem Money. So, ich brauche goldene Käfer. Ich sehe keine goldenen Käfer. Warum sehe ich keine goldenen Käfer? Was soll das? I need goldene Käfer. Gar keiner hier. Voll der Beschiss. Ah, hier ist ein blauer. Den goldenen. Da. Yes. Gib mir mehr goldene Käfer. So. Die Miete goldenen Käfer. Da war einer. Den brauche ich jetzt schnell. 17 Insekten. Nein, ich wollte den goldenen. Okay, lass mal ins Menü blicken. So, das kam auch mal wieder rein. So, meine ganzen guten Unikate, die ich hier mache. Die B hätte ich auch gerne wieder. Und ich hätte gerne wieder... Was ist denn noch gut? Das hätte ich so gerne rein. Ja, 60%. Meine Standardrezepte, die am meisten einfach bringen, liebe ich am meisten. Wie wäre es denn damit? Ja, das bringt auch noch ein bisschen mehr. Mit 70% bin ich echt fein. Weil wir haben halt wirklich nur Blaubeer als Rezept. Das ist schon sehr entspannt. Vielleicht kann ich ja noch das reinpacken. Gibt aber auch nicht mehr, nee. Damit bin ich zufrieden. So, brauchen wir Lemon Cake. Nur noch 415. Das haben wir in der nächsten Runde. Nee, haben wir nicht. Brauchen noch ein bisschen. Aber in der zweiten. Aber wir machen jetzt erstmal unsere Blaubeer. Vielleicht schaffen wir es sogar in der, wenn das... Nee, doch, nein. Nein, schaffen wir nicht. Aber in der nächsten auf jeden Fall. Dann haben wir nicht unseren Lemon Cake. Ich glaube, also wir kamen halt den Zitronenbaum. Lemon Cake haben wir noch nicht. Aber vielleicht sogar mit Level 31. Wer weiß. Ich bin gespannt. So, dann packen wir das hier wieder schön rein. Ich bin ja voll der Brezel-Fan. Ich liebe Brezeln. Ich muss euch sagen, ich bin immer, wenn ich irgendwie im Flughafen bin, freue ich mich auf meine Flughafenbrezel, weil die haben immer so große, schöne Brezeln. Die perfekte Brezel ist für mich nicht zu hart und nicht zu weich. Das ist die perfekte Brezel. So, dann mache ich jetzt hier aber wieder nur drei rein und dann kann schon die nächste Runde starten. Dadurch, dass ich jetzt kaum mehr was selber machen muss. Wie viel Zeit es einen spart, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So. Und auch, dass der Ofen die Sachen nicht so schnell verbrennt. Wäre natürlich geil, wenn im echten Leben du einfach nur den Teig reinknödelst und es kommt dann so fertig raus. Dann würde ich auch gern backen. Das mit dem Brennholz würde ich mir noch gerne wünschen, dass das nicht mehr ist. Das nervt. Das wäre noch wunderschön. Machen direkt schon mal den nächsten. Und hier auch schon mal den nächsten. So. Der ihre Hände nicht wehtun, ey. Die backt so viel. Und bereitet, vor allem die schläft halt immer so ganz schön entspannt bis 8 Uhr und dann so, ach ja, jetzt bereite ich mal alles ganz entspannt vor. Ich habe gar keinen Stress. Ich glaube, einen kann ich noch machen, oder? Hoffe ich. Hoffe, dass ich jetzt nicht wieder... Nee, es passt. Es geht sich aus. So, der Besen passt. Auslage passt. So, jetzt legen wir noch die nach und dann kann ich direkt schon öffnen. Das ist cool, die Vorbereitung geht so viel schneller jetzt. Iliaps. So, let's go. Wir können jetzt schon starten. So, dann lege ich noch über das Holz nach. Holz, Holz. Holz, Holz. So. Eine Bestellung.
natürlich das Aufwendigste. Aber gut, das heißt ja auch, dass es für mich mehr gibt. Deswegen passt es. Die ist in Ordnung für mich. Mal direkt nochmal ein. Kommen eh gleich wieder alle, die den wollen. So, nächste Bestellung. Einfach nur eine Süßigkeit. Kann ich mit leben. So, komm schon. Schneller wachsen. So. Dann machen wir das mal. Ja, ich wusste es, dass die schon wieder einen wollen. Verdammt. Gibt's doch nicht. Immer das Aufwendigste. Ich glaube, dass es tatsächlich jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden ist. Gerade weil die jetzt, also die machen das Spiel, glaube ich, schon auch ein bisschen schwieriger dann. Sonst wäre es ja langweilig. So. Da, bitteschön, wie sie die ganze Torte so für sich allein essen und fressen. Geil. Ich mache auch direkt nochmal das, weil das geht auch schnell. Die Nussschnecke. Ist auch so schön gemacht einfach nur. Sieht so gut aus. So. Haben wir noch eine Nussschnecki. Und den kann ich direkt nachlegen. Super, das läuft ja wie am Schnürchen hier. So, ich mache direkt nochmal einen Blaubeerkuchen, weil die brauchen einfach am längsten. Ist immer gut, die zu haben. Und da will auch schon wieder eine. Ich mache jetzt nur noch die, ganz ehrlich. Der Rest geht ja eh schnell. Ich mache immer, dass ich zwei in der Auslage habe. Und zwei gerade ready mache. So, weil da kommt jetzt gleich wieder ein Kunde und kauft eine. I know it. Leg auch schon mal Holz nach. Das wird nämlich auch als nächstes wieder ausgehen. Ich hoffe, das resettet sich dann überhaupt auch. So. Und die Nussschnecke natürlich. Leute wollen immer das gleiche essen. Das gibt's doch nicht. So. Und ich kann auch gleich wieder eine in die Auslage legen. Ich mache jetzt aber so, ich gebe denen jetzt einen Kaffee. Weil der ist mir schon zu ungeduldig für so ein geiles Ding. Auslage. Der kriegt neues Rezept. Honigmakaron. Die nehme ich. Ich nehme den Honigmakaron. Der bringt nämlich am meisten. Der sieht geil aus. Let's go. So, hier bitteschön. Und schon wieder einen Blaubeerkuchen. Ne? Ich glaube, es hackt. So, wir machen jetzt echt wieder ganz viel Blaubeer. Heidelbeer. Sorry, ich sage die ganze Zeit Blaubeer. Heidelbeer, meine Leute. Meine Freunde. Heidelbeerküchle. Jetzt will ich nämlich ganz viel Heidelbeer machen, weil jetzt kommt gleich wieder die... Der Raid von den hungrigen Arbeitern aus der Mittagsschicht. So, das heißt, das Baguette bringe ich noch schnell raus. Jetzt ist gleich soweit. Und dann würde ich jetzt nämlich ganz, ganz, ganz viel vorproduzieren. Jetzt geht's ab. Die Musik ändert sich dann auch immer extra schon. So, schneller. Wachs doch, Heidelbeere. Schneller, Heidelbeere, wachs doch. Heidelbeere, die wollen auch alle Heidelbeerkuchen schon wieder. Das ist so unfassbar, ey. Und es ist der Ofen auch schon wieder aus. Perfekt zur Mittagsschicht. Geil. Lieb ich. Ich liebst du. So, okay. Ah, ich habe ja voll viel gemacht. Das passt ja. Oh, die Nummer 4 wartet aber auch schon echt lang jetzt, ne? So, dann kriegt der aber auch direkt mal sein. Und ab jetzt gibt es nur noch Nussschnecken. It's raining Nussschnecken. Den serviere ich aber beiden davor nochmal einen Kaffee. Damit die nicht rummotzen. Es gibt nämlich keinen Grund zum Motzen hier. Ich mache auch direkt schon wieder einen Heidelbeerkuchen, weil es wird jetzt gleich auch wieder kommen. Ich weiß es. So. Ich kriege jetzt erstmal alle Kaffee. Und die wollen alle... Boah, wie schnell die runtergehen jetzt. Die sind so undankbar. Hier. So, hier bitteschön. Beschwert euch nächstes Mal bei wem anderen. So, Nummer 2. Die wollen alle einfach nur... Jetzt will keiner mehr Heidelbeerkuchen, ne? Ich glaub's nicht. So. Ich mache jetzt aber auch keinen mehr. Ich mache jetzt nur noch das. Und ganz schnell noch eine Brezel. Die will auch jemand. Das ist aber Zucker und das kriege ich hin. Das Schaufenster ist leer. Aha, dann machen wir das direkt so. Und hier für die Nummer 4. Ungeduldig. Und natürlich will jetzt wieder jemand einen. Oh Gott, das ist so stressig. So, Nummer 1. Und ich mache direkt nochmal einen Heidelbeerkuchen. Let's go. Und es geht wieder los. Und eine wieder Zimtschnecke. Kommt nicht mehr nach, Mann. So, schon wieder Holzausgang. Ich lieb's. Holz nachlegen. Ich glaube, umso mehr die an Gebäck backen,
umso anstrengender wird's. So. Nummer 3. Ich weiß, dass die Auslage leer ist, sorry, aber die kommen halt auch umso mehr. Es gibt, umso mehr wird auch hier aufgefressen. So, einen lege ich noch raus. Und den lege ich auch noch raus. Und die anderen beruhige ich jetzt einfach mit Kaffee. Das war jetzt noch gut, weil jetzt verkaufen wir noch 2. Und die anderen machen wir jetzt ganz entspannt so. So. Und alle wollen einfach nur Zimtschnecken, ne? Zimtschnecken sind der Shit, ich merk's schon. So, ich gebe jetzt allen da draußen nochmal einen Kaffee. Damit die sich alle hier mal beruhigen. So, kommt alle mal einfach klar auf euer Leben. Und dann kann ich die ganzen Zimtschnecken rausballern. So, einfach mal hier. Bam. Hier haben wir auch nochmal eine. Bam. Und das auch noch. Und dann machen wir nur noch eine leckere, süße Brezel. Wobei ich halt der Meinung bin, Brezeln dürfen nicht süß sein. Die müssen einfach richtig schön salzig sein. So, salty. Okay, sieht doch gut aus. Looking good. Und dann kriegt nämlich der die Brezel. So, war ein richtig guter Tag, ey. Nächste Runde können wir uns den der Zitronenbaum unser. Und vielleicht kriegen wir bei Level 32 sogar einen Lemon Cake. Das wäre natürlich episch. Ich glaube, so viele Rezepte haben wir gar nicht mehr, die wir jetzt... Ein neues haben wir ja. Das mache ich jetzt für die nächste Runde klar. Verkauft es. Das wird richtig gut. Das Spiel macht einfach süchtig, ne? Ich könnte es... Ich habe so viele Stunden gesuchtet jetzt schon wieder. Ich kann es euch nachher mal sagen. Ich glaube, 10 sind es schon, glaube ich. Sehr viel privat auch gespielt, um euch ein bisschen weiterzubringen, ein bisschen mehr zu zeigen. So, wir haben ein neues Rezept. Das hier. Honig Macaron. Das ist voll. Da fehlt auch nichts mehr. Zwei. Echt nicht mehr so viel. Gefroren haben wir halt noch einiges. Hier fehlt halt nur noch der Zitronenkuchen, ne? Okay, dann haben wir den schon mal drin. Aber das würden sie jetzt nicht nochmal tolerieren. Doch, tolerieren sie. Das finde ich sehr gut. Nochmal so ein Süßi. Yes, 100%. Ey, das geht's ja nicht besser. 100% mit denen. Ja, let's go. Da farme ich jetzt aber richtig ab. Oh mein Gott, nur 3 Sachen auf der Karte. Es gibt 100% Trinkgeld. Ey, und die sind so einfach, die Rezepte. Let's go, Leute. Also einfacher geht's ja nicht. Das wird die beste Runde ever, ich sag's euch. Let's go. Let's go. Das wird gut. Das Beste, was man haben kann. So wenig Rezepte, wie es geht. Nur eine Zutat aus dem Gewächshaus und dann bam. Was brauche ich dafür? Einfach nur die 2 Sachen, okay. So ein bisschen das Movement hier merken, ne? Und Milch auch noch. Okay, so wenig brauchen die gar nicht. Ich finde so Konditoreien einfach toll. Ich finde toll, wenn man das kann. Das ist wirklich ganz was Besonderes. So, Holz. Nachlegen. Das Holz würde ich mir noch wünschen, dass es da eine Option gibt, dass man das nicht mehr machen muss. Vielleicht mit dem Update. Who knows? Who knows? So, machen direkt noch einen. Und legen den hier auch rein. So. Können wir die rauslegen. Diese wunderbaren... Oh, sehen die süß aus, die Honig-Macarons. Ich mag Macarons. Ich mochte die früher nicht. Der Geschmack ändert sich wirklich. Liebe auch Kaffee, ne? Also ohne Kaffee startet gar nichts. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, aber ich muss euch immer wieder sagen, ohne Kaffee, ohne mich. Ich kann echt nur eine Stunde schlafen. Solange ich meinen Kaffee kriege, ist mir das egal. Aber wenn der wegfällt... Ich muss auch echt ein bisschen Kaffeeentzug machen. Ich trinke eigentlich nur eine Tasse am Tag. Manchmal auch 2, aber halt auch nicht jetzt so viel Kaffee drin. Aber sobald mir der fehlt, habe ich echt Kopfweh. Ich merke da echt den Entzug. Also zum Beispiel so Cola und sowas trinke ich halt gar nicht mehr. So, die Macarons gehen kaputt. Das ist sehr gut. Ein cozy game. So, dann machen wir das nochmal ready hier. Ich glaube, es müssen nur noch 3 machen. Ich guck mal kurz raus in die Auslage, dass ich schon wieder zu viel mache. Da tendiere ich nämlich echt dazu.
Ja, ich hätte zu viel gemacht. Gut, da muss ich nur noch einen machen. Komme ich mit klar? So. Dann lege ich nochmal Honig nach. Und dann können wir auch schon wieder starten. Ey, die Runden kann man jetzt endlich so schnell starten. Also Kaffeeassistent und Selbstbewässerung und Besen. Das sind die OP-Sachen. Und diese Transporttüte, ohne die wäre es nicht möglich. Also ist echt gut gemacht vom Spiel. Also diese Balance zwischen ich habe jetzt von allem irgendwie genug, aber es pimpt trotzdem immer wieder meinen Spielfluss. Finde ich echt cool. So, Holz nochmal nachlegen. Währenddessen kann ich aber schon mal öffnen. Let's go. Und der Besen macht auch wieder sein Stuff. Cool. So, Laden ist geöffnet. Die Zombies kommen. Okay, der will was. Der bestellt was. Ich sage, es ist ein Honigmakaron. Als neues, yes, I know it. Ich kenne meine Kunden doch. Ich kenne meine virtuellen Kunden doch, die genauso programmiert worden sind, wie ich es mir dachte. Machen wir auch direkt noch einen, ganz ehrlich. Die werden jetzt alle das bestellen. Was Neues. Was Neues will jeder. So. Okay, der will was Süßes, aber nicht schlimm. Ich leg auch gleich mal wieder den Honig nach. Honig. Honig, Bienen, macht schneller. Oh Gott. So, dann machen wir nochmal das hier. Direkt mal die Nummer 1. Und das Macaron. Direkt die Nummer 2. Und dann wollen wir noch ein Baguette. Das geht ja auch easy. Und noch eine Süßigkeit, auch easy. So, Nummer 3. Ja, auch noch. Nummer 4. Und dann sind auch schon die ersten Kunden glücklich gemacht. Wunderbar. So, der Geist schnallt es gerade irgendwie nicht. Das nämlich, muss nämlich was hingelegt werden, Mann. Jetzt muss ich das selber machen. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Oh, verdammt. So, jetzt. Ich glaube, manchmal sollte man nicht reinpfuschen, weil der macht die Sachen schon. Das dauert nur ein bisschen, weil er so viel zu tun hat, der Arme. Ich mache direkt nochmal so ein Honigdings. Weil die brauchen am längsten. Alles andere geht ja easy. So, dann mache ich gleich noch hier ein Baguette. So ein warmes Baguette, ne? Das kennt jeder, wenn man irgendwo im Restaurant ist. Und dann kommt gutes, warmes Brot. Du hast eh schon Hunger und man muss sich so zusammenreißen, dass jetzt nicht gleich einfach sowas von aufzuessen, komplett alleine. So, dann gibt es jetzt noch hier Süßigkeiten ganz viel. Sweets. Ich fände es cool, wenn ich es einfach rausstellen könnte und der das auch serviert. Aber gut, ich will jetzt ja nicht komplett faul werden. So, Nummer 4. Und dann machen wir noch einen bisschen Honig nachlegen hier. Läuft bis jetzt echt entspannt. Aber gleich ist der Mittagstisch, ne? So, das legen wir hier raus. Das kommt dann hier hin. Wir machen gleich nochmal ein Baguette, weil die gehen schnell. Die kann ich jetzt gleich rauslegen, weil jetzt kommt gleich der brutale Mittagstisch, wo mir die Leute die Haare vom Kopf fressen. So, Nummer 1. Und dann ist schon wieder der Ofen aus. Gut, jetzt ist gut, dass es sich jetzt ankündigt, weil jetzt kann ich das noch in Ruhe nachlegen. Nachher wird es stressig. So, ich mache jetzt ganz viel Honigzeugs. Hat will jemand ein Baguette? Ah, genau, jetzt geht es nämlich ab. Ich lege das jetzt schon mal raus. Die kommen jetzt schon, ey. Und der ganze Tisch schon leer. So, ich mache jetzt ganz viel Honigzeugs. Kannst du es bitte reinlegen? Danke. Ja, jetzt wollen sie auch alle Honig. Ich wusste es. Ihr Schweine. So. Ganz viel Honey, Honey. Aha, Honey. So, Baguette ist ja auch easy. Und während das alles brutzelt, lege ich das hier mal raus. So, dann kann er schon mal servieren. Während ich nämlich kurz meinen Honig nachlege. Darf ich kurz meinen Honig nachlegen, Leute? Fände ich echt nice. Gott, ey, die wollen alle zum Glück nur das. Aber ist halt auch, die nehmen auch, glaube ich, das, was am besten ist, weil die Süßigkeit hat bei mir eine A+. Deswegen gehen die da alle steil drauf. So, das packe ich kurz hier hin. Oh Gott, Hilfe, der verbrennt gleich. So.
mache auch gleich schon mal hier das Ready. Dass während ich hinten bin, direkt was schon mal arbeitet. Weil es wäre jetzt blöd, jetzt nach hinten zu gehen. Weil jetzt produziere ich ja gerade nichts. Ich mache auch gleich mal ein paar Baguettis. Die sollen auch schon mal rein. Dass ich die direkt rauslegen kann. Auch wenn die gerade nicht gefragt sind, ist egal. So, dann lege ich die jetzt schon mal hin. So. Honig. Oh Gott, braucht es lang. Aber das reicht dann auch. Haben wir eh schon gleich 14 Uhr. So, Baguette legen wir raus. Macaron servieren wir. Macaron. Der Geist macht wieder seine Aufgabe, ich lieb's. So. Genau, wir brauchen Zitronenkuchen. Ganz viel Zitronenmakaronis. Am besten gleich mal zwei und dann kommt die Süßigkeit. Und ich sollte den Kaffee servieren, sonst sind die wieder so aggro. Wo ich mich hier schon voll beeil. Aber gut, ganz ehrlich, da würde ich auch nicht hingehen. Bei einem Bäcker, der sich kurz bevor der Laden öffnet, erst vorbereitet. Das kann ja nur schrecklich werden. So, erstmal Kaffee einservieren, ein bisschen schleimen hier, bitteschön. Ja, guck mal. Und alle wollen dieses verdammte Ding haben. Oh mein Gott. Ein bisschen sprinten hier. Ich glaube, das Schaufenster ist auch schon wieder leer, oder? Habe ich recht? So. Ich lege jetzt taktisch trotzdem einen raus, weil ich will, dass noch die Kunden was kaufen. Weil jetzt ist nämlich gleich 16 Uhr. Heißt, es kommt eh keiner mehr, dann kann ich die in Ruhe abservieren. Wortwörtlich. Ich serviere euch alle ab. So. Geht sich perfekt aus hier. So, jetzt geht auch wieder gleich der Ofen aus. Der Ofen hat auch gleich keinen Bock mehr. Kann ich denen nochmal Bestechungskaffee geben? Ich guck mal kurz. Nee, der sitzt schon zu lang, ne? Doch, geht. Oh Gott, ich kann den nochmal geben. So, hier, sie sitzen hier zwar schon seit 10 Stunden, aber die Geduld muss sein, meine Freunde. So, sehr gut. Hahaha. Ja, die bringen schon ordentlich was. Kann noch jemand eine Katze kaufen, bitte? Bitte kaufen Sie noch eine Katze. Kaufen Sie eine Katze, Mann! Ja, läuft doch. Es läuft. Der Laden lübt. So. Tschüss. Das war eine coole Runde, weil ich eben nur 3 Rezepte hatte, ne? Das muss man hier nochmal highlighten. Yay. 114. Damit kann ich leben. So. Jetzt packen wir das nochmal alles weg. Ich guck jetzt mal, was hier nochmal so ein bisschen Trinkgeld bringt. Bringt das Trinkgeld? Ja, nur minimal. Schwierig. Bringt das Trinkgeld? Nee. Ja? Nee. Vielleicht nochmal meinen Lieblingskuchen? Nein. Mann. Aber der, komm, auch nicht. Nein, doch. Dann probiere ich mich jetzt einfach mal ein bisschen aus. Mach den wieder rein. Das war's. Auch nicht drauf. Das bringt nur ein bisschen was. Auch nicht so viel. Dann fast nur den, oder? Der bringt fast gar nichts mehr. Oh, nicht so leicht. Vielleicht das nochmal und dann nochmal. Der auch nicht. Dann mache ich nochmal den. Wo ist er denn jetzt? Den Macaron. Und vielleicht noch ein Eis? Wird aber stressig. Wobei es geht. Ich kann ja noch eins reinpacken, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Oh, ups, habe ich es weggemacht. Ich mache nochmal das Eis rein. Und das Baguette kann ich auch noch reinmachen. Ja, probieren wir. Es wird zwar stressig, aber in der nächsten Runde. Es fehlen nur 4 Dollar, ne, für diesen blöden Zitronenkuchen. Oder beziehungsweise für den Zitronenbaum. Deswegen haben wir ja noch nicht den Zitronen. Oh Gott, ich habe so viele Rezepte jetzt. Das ist echt schrecklich. So. Packen wir jetzt alles rein. Putzen die Tiere. Die sind auch total verwahrlost. Dann muss ich nur Milch. Das
und das. So, ich merke mir immer so ein bisschen die Reihenfolge. Gibt nämlich auch einen wichtigen Laufweg. Das kommt rein, das kommt rein. Bam. Smash, so wie alle mittlerweile sagen. So, dann kann ich direkt einen nachlegen. Also der Besen ist echt geil. Bin jetzt auch gleich wieder Level, nächstes Level. Ey, wie schnell die Rezepte jetzt auch auf einmal kommen, gell? Honig kann ich auch direkt wieder nachlegen eigentlich. Honey, aha, Honey. Mache ich jetzt Honig nachlegen. Jetzt. So. Nochmal. Und nochmal. Ich brauche jetzt eh nur noch drei, aber ich lege die trotzdem alle nach. Der Honig braucht immer ein bisschen. Die Bienen haben gar keine Wünsche. Die produzieren immer. Während die Kuh und die Hühner wollen immer gepflegt werden. Auch wieder nur drei Katzen. Die Katzen bleiben manchmal auch übrig. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ob dann, ich glaube, die Kunden kaufen immer dann Katzen, wenn sie nichts anderes haben. Ist auch eine geile Option, ne? Eigentlich hast du Hunger und kaufst dir eine Katze. Ja, eigentlich will ich was essen, aber egal. Vielleicht essen sie auch die Katzen. Ich will es gar nicht wissen. So. Also das Brennholz, das wäre noch cool. Das nervt mich so ein bisschen. Dass es immer ausgeht. Verdammt. So, dann packen wir das noch hier rein. Und dann können wir auch schon wieder in die letzte Runde starten. Und gucken, was wir auf Level 31 kriegen. So, Geist, bist du ready? Are you ready to rock? Wir machen nochmal drei hier nach. Darf man nicht vergessen, ich mache nur zwei hin, weil wir haben ja auch noch ein Eis. Das heißt, so ein bisschen Erdbeer ist noch dabei. Aber damit komme ich klar. Ich starte jetzt aber schon mal die Runde. Leg hier alles hin. Leg Holz nach. Und bin sowas von ready. So, kommt rein. Okay, die will direkt was nur essen. Was will sie? Boah, jetzt habe ich schon fünf. Jetzt habe ich fünf. Nee, sechs sogar. Sechs Sachen auf meiner Karte. Schon viel, ne? Da glotze ich schon. Da glotze ich schon. Zehnmal hin, weil ich es nicht so richtig raff, was ich jetzt machen soll. So. Kriegt auch direkt mal einen Kaffee, damit die geduldiger ist. Und sie will direkt so eins, okay. Krieg ich hin. Krieg ich hin. Und ein Erdbeereis. Erdbeereis habe ich. Und dann nicht vergessen, auch gleich wieder das Zeug nachlegen. Girl, du bist jetzt mal ein bisschen geduldiger hier, ne? Was soll denn das? Okay. Nummer 6 ist dann das hier. Nehmen wir direkt den tollen Honigmakaron, stellen ihn hier hin. Und holen direkt das Baguette. Und wenn ich noch Zeit habe, sollte ich auch direkt wieder diese Honig-Erdbeersachen nachlegen. Besten Fall. Ach, da will endlich mal wieder jemand nur eine Zimtschnecke. Da bin ich ja dankbar. Zwei sogar. Jetzt kommen, klar, Zimtschnecken, wie ich schon gesagt habe, die sind ja exzellent. Das ist mein Signature-Move. Und ich mache direkt auch nochmal so ein Zitronendings oder Honigdings. Ein Honigmakaron. Eigentlich habe ich gar keine Lust, denen irgendwas zu servieren, wenn die so ungeduldig sind. Die Ungeduldsschweine. So, wir machen es direkt hier auch nochmal den hin. Da steht hier nämlich auch rum. Dann kann er den direkt wegnehmen. Und ich mache nochmal einen Honig. Weil Honig ist gefragt. Und natürlich auch ein Benedikts. Ex Benedikts. Und ein Erdbeereis. Alright. Und ich muss mich jetzt darauf vorbereiten. Es kommt gleich der gestörte Mittagstisch. Wo alle einfach nur durchdrehen. So, du geduldest dich jetzt mal bitte. Danke. Okay, ich lege jetzt die Sachen erstmal nach, bevor ich irgendwas anderes mache. So. Wir brauchen Erdbeere und dann nur noch Honig.
Honig. Honig, 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 Honig. Honig, 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 Honig. Okay, geht gar nicht. So, Nummer 2 ist wieder ein Eis. Das ist die Nummer 5. Am besten, man legt sich die Sachen auch. Oh, oh, mein Eis. Oh, oh, da geht was kaputt. Oh Gott, Hilfe. Nein, da geht was. Verburnt was. Ah. Ah, ganz knapp. So, ich mache direkt wieder alles, was ich so brauche. Und natürlich ist der Ofen wieder aus. Ich lieb's ja. Jetzt ballern sie raus, ne? Jetzt kommen sie hier an. Mit den ganz komplexen Wünschen. So. Jetzt wollen sie alle die Honigmakarons. Jetzt geben sie es mir richtig. Och, auch nett, eine Nussschnecke ist auch noch dabei. Okay. So, jetzt gibt's auch keiner, kriegt jetzt mal irgendwas. Oh Gott, die sind so schnell unzufrieden. Die sind so undankbar. Hier, nimm einen Kaffee und sei ruhig. So, Nummer 1 kriegt jetzt gleich mal das hier. Hier, bam. Dann haben wir gleich mal den hier. Bam. Und nochmal ein Honigdings. Auch nochmal. Ich glaube, die bringen echt, bringen die eigentlich am meisten? Ich weiß es gar nicht. Ich mache jetzt mal einfach nur noch Baguettes für die Leute aus der Auslage, weil da das Schaufenster ist leer. Das mache ich jetzt. Halt, was machst du denn? So, Auslage, Auslage, Auslage. Das hat jetzt gerade Prio. Priorität. Kommt gerade eh nichts anderes rein. Und Nussschnecken. Weil die haben nämlich auch eine 1 plus. Deswegen bringen die so viel. Und Kunden sind gerade eh nicht da. So, dann kann man gleich nochmal ein Ex-Benedikt machen für die erste Person, die wartet. Jetzt sind sie zum Glück nicht mehr so viel mit Honig und dem ganzen Mist. So, hier nochmal ein Baguette auch. Das geht klar. Das geht ja schnell. Und nochmal was für die Auslage. Und nochmal ein Baguette. Zum Glück sind die mal jetzt nicht so gierig nach dem ganzen Special-Zeug. Okay, Nummer 2. Und jemand will ein Eis. Das kriege ich auch noch hin. Aber dafür muss ich gleich nochmal nach hinten rennen. Deswegen machen wir erstmal das Baguette. So. Okay, ich lege jetzt kurz nochmal eine Erdbeere hin und einen Honig. Aber das wird jetzt gleich nochmal gefragt sein. Ich weiß es. Ich kenne meine Kunden. So. Nummer 4. Bitteschön. Und Nummer 2. Und dann noch, oh Gott, es kommt wieder alles. So, ich mache auch noch mal schnell ein Baguette für die Auslage, weil ich habe noch 10 Sekunden, dann kommen keine Kunden mehr. Vielleicht schaffe ich es noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Auslage, leg's hin. Ja, sehr gut, direkt weggesnackt. So, Nummer 2. Dann einmal noch hier für die Nummer 1. Oh, neues Rezept. Zitronensorbet. Wir können endlich was mit Zitrone machen. Dann nehme ich natürlich das. Das heißt, sie wollen jetzt schon, dass ich den Zitronenkuchen nehme. Das ist schon mal sehr gut. Also der Lemon Cake kommt 100 pro als letztes. Sicher. Sure thing. Jetzt habe ich eh so viel Geld, jetzt kann ich mir den doppelt und dreifach leisten. Wir nochmal zum Baguette. Eine Baguette und da hole ich mir auch die maximale Punktzahl ab, weil ich dem nochmal einen Kaffee reinboller jetzt hier. So. Oh, verdammt, ist der blöde Ofen auch noch aus, Mann. So, her damit. Hier, bitteschön. Okay. Yeet, Leute. Yeet. So, iss, mein Kind, iss. Wir haben ein Baguette noch übrig. Was soll das? Warum hast du so lange gebraucht, verdammt? So. 540, das schmeckt doch. Vielleicht haben wir jetzt noch ein paar Käfer. Jetzt noch ein bisschen mehr Money. Ach schön, man muss nichts mehr machen, außer dumm rumstehen am Ende. So, boah, 130, so viel habe ich noch nie gemacht. So, und da ist jetzt unser Zitronensorbet. Zitrone? Wir haben gar nicht mehr viel. Es sind noch 2, 3,
fünf, sieben, sieben Rezepte, sieben, acht. Acht Rezepte und ich glaube, hier bei Kuchen, sogar zwei Kuchen, hier irgendwo kommt dann der Lemon Cake noch hin am Ende. Zitronensorbet bringt schon mal richtig viel Trinkgeld, ey, geil. Das bringt nicht so viel, das hatten wir jetzt schon zu lange drauf. Ich wollte es nur probieren und das bringt so ein bisschen. Und was ist mit der Süßigkeit? Lassen Sie die noch dulden? Ja, komm, die ist so gut. Aber auch nicht mehr so wirklich, ne? Dann lieber so. Ja, das wäre eine easy Sache. Obwohl Honig, wieder eine extra Zutat. Gehen wir in den Laden und schalten unseren Lemon Cake frei. Ah, du hast den Zitronenbaum zurück ins Gewächshaus gepflanzt. Yay, es riecht so frisch. Ich kann mir schon all die Zitronenkuchen vorstellen, die wir damit backen werden. Ja, ich auch. I want it. So. Dann würde ich sagen, Zitronensorbet. Ich mach jetzt mal das Zitronensorbet. Da brauchen wir noch Zitrone. So, hier ist unser Zitronenbaum. Oh, endlich mal. Und dann machen wir unser Zitronensorbet. Und hier ist es. Müssen wir noch ins Ding packen? Ein Zitronensorbet! Yay! Das legen wir jetzt mal in die Auslage. So. Ja, Leute, ich würde sagen, für die Folge reicht es erst einmal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Ich kann euch Lemon Cake sehr, 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 sehr empfehlen. Es macht sehr viel Spaß. Und man kann ja danach noch seine Wohnung ausbauen. Ich denke, es wird noch Updates geben. Und empfehlt mir weitere Cozy Games. Ich hätte sehr, sehr Lust, weitere Cozy Games auszuprobieren. Und ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr das Spiel geupgradet habt, macht es mega Bock. Es geht immer schneller. Man verdient viel schneller Geld. Ich habe jetzt, wie gesagt, alles freigeschaltet, was nötig ist für die Bäckerei. Die Bäckerei ist somit fertig. Sie ist finalisiert. Wir können nicht mehr upgraden. Ich habe es geschafft, Leute. Dafür einen Daumen nach oben smashen. Wir sehen uns in den nächsten Videos.